Die Königin der Instrumente. Ein Blick hinter die Palastmauern zum Jahr der Orgel 2021. Eine Orgelführung für Groß und Klein. Hallo und herzlich willkommen zur virtuellen Orgelführung auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Hubert Arnold, ich bin Kirchenmusiker im wunderschönen Beuel am Rhein und ich zeige euch heute das Instrument des Jahres 2021. Das ist die Orgel. Das Instrument des Jahres wird ausgesucht vom Deutschen Musikrat. Da gibt es auch einen ganz tollen Film auf YouTube, was die so machen, was die so sind. Die machen ganz viel für die Musik und ganz viel für die Kinder und für die Eltern und dafür, dass viele Leute Musik machen können. Das ist wichtig und das ist gut. So ein großes Instrument birgt viele Geheimnisse. Und ich habe jetzt hier auf der Empore überhaupt keine Kinder sitzen, weil wir Corona haben. Ja, und deshalb mache ich das ein bisschen anders als sonst. Sonst stelle ich eine Frage und die Kinder beantworten die und wir haben viel Spaß zusammen. Diesmal mache ich das anders. Wenn ich eine Frage habe, dann gibt es so ein Fragezeichen auf dem Bildschirm und dann könnt ihr den Film kurz anhalten, überlegen, wie ist wohl die Antwort und dann könnt ihr weiterspielen. Dann haben wir so ein bisschen was zusammen. Ihr könnt auch unten Fragen an mich stellen in Form eines Kommentares. Dann könnte ich die beantworten, denn ich kriege das ja mit, wenn meine Videos kommentiert werden. Und ansonsten sucht ihr mich auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde Bonn-Beuel. Da findet man mich auch. Jetzt aber zur Sache. Es geht um das Instrument des Jahres 2021, die Orgel. Ein wahrhaft königliches Instrument. Schaut euch mal diese schönen geschnitzten Schleierbretter an. Das hat nicht jede Orgel. Und diese silberglänzenden Dinger da oben. Frage an euch. Wie heißt dieses silberglänzende Metallzeug? Ja, das sind die Orgelpfeifen. Wir sagen heute, die Orgel ist die Königin der Instrumente. Geprägt hat diesen Ausdruck ein ganz berühmter Komponist, den ihr hier seht, der uns auch in dieser Orgelführung noch einmal begegnen wird. Hier können wir das nachlesen. Die Orgel ist doch in meinen Augen und Ohren der König aller Instrumenten. Ja, ihr habt richtig gehört. Der König. So schrieb es Wolfgang Amadeus Mozart 1773 in einem Brief an seinen Vater. Hat jemand von euch schon mal einen Brief an seinen Vater geschrieben? Ja, dann soll die Orgel mal spielen. Ach so, so eine Orgel spielt gar nicht von selber. Dann müssen wir das Ding wohl mal aufmachen. Das hier nennt man den Spieltisch, weil man da so schön spielen kann. Oh, da sind viele Knöpfe dran. Schauen wir mal hier rechts, was ist denn da? Sesquialter 2, gedackt 8 und schwarze Zahlen gibt es auch. 4, 2, Tremulant. Auf der anderen Seite gibt es auch solche Knöpfe zum Ziehen und weil man daran ziehen kann, heißen die Registerzüge. Spannend. Ich spiele mal was. Kommt noch nichts. Was fehlt denn da noch? Kommt immer noch nichts. Nix. Außer Geklapper. Ja, was soll das denn? Beim Klavier funktioniert das doch auch. Man drückt auf die Tasten und dann kommt ein Ton. Und wie funktioniert das? Da hinten bewegt sich was. Ah, Hämmerchen. Hämmerchen schlagen gegen die Saiten. Ist also ein Klavier ein Saiteninstrument. Die Musik ist übrigens fast 400 Jahre alt, von 1624. Samuel Scheidt hat sie geschrieben. Ihr habt's längst raus, bei der Orgel klingen keine Saiten, sondern die Orgelpfeifen. Nun sind die Orgelpfeifen da oben so weit weg und man soll die auch mit den Fingern gar nicht anfassen, deshalb habe ich hier einmal ein paar Pfeifen mitgebracht. Diese Pfeifen sind schon alt, sehen wie die Pfeifen in einer Orgel ganz verschieden aus, aus Holz oder aus Metall. Nein, anschlagen ist keine gute Idee. Was bringt die Pfeifen zum Klingen? Na klar,
Sie brauchen Luft. Wie der König der Instrumente klang das noch nicht. Vielleicht nehmen wir besser die schönen glänzenden Pfeifen aus der Orgel da oben. Die klingen bestimmt besser. Aber wie kriegt man denn die Luft in die Pfeifen? Helft ihr mir pusten? Ich glaube, das nützt nichts. Wir müssen eine Luftmaschine haben. Eine Luftmaschine. Kennt ihr alle? Unsere Orgel hat auch so einen Föhn und den zeige ich euch jetzt. Dazu muss ich das Gehäuse aufmachen und voilà, in dieser Holzkiste steckt er drin. Schauen wir mal, wie laut der ist. Ich mache jetzt mal den Motor an und wir hören, das ist wesentlich leiser als der Föhn und noch viel leiser als der Staubsauger zu Hause. Dann müsste man ja jetzt auf der Orgel spielen können. Da sind wir aber mal gespannt, wie das Ganze klingt. Das war Rohrflöte 8 Fuß. Das war Prinzipal 8. Ach, eine 8 habe ich noch. Trompete 8. Ihr seht hier eine Orgelpfeife und hier eine Flöte. Was ist der Unterschied zwischen einer Flöte und einer Pfeife? Für jede Taste eine eigene Pfeife? Ja, wie viele Tasten hat denn die Orgel? Bevor wir das beantworten, vielleicht erinnert ihr euch an die 5 Töne, die ich am Anfang gespielt habe, indem ich die Orgelpfeifen angeblasen habe. Das waren ja nicht nur 5 verschiedene Töne, sondern die Pfeifen haben alle verschieden ausgesehen und eben auch verschieden geklungen. Bei der Orgel hat man für jede Klangfarbe eine komplette Reihe von gleichgebauten Pfeifen. Das macht eine ganze Menge. Zählen wir doch mal nach. Habt ihr mitgezählt? Es sind 56 Tasten auf der Tastenreihe. Man nennt das auch Manual von Manus. Das ist Latein und heißt Hand. 56. Und für jedes Register, für jeden Knopf sollen 56 Pfeifen da sein? So viele Pfeifen habe ich an der Orgel ja nicht gesehen. Wo sind denn die alle? Und wofür braucht man so viele Pfeifen? Erinnert ihr euch noch an das Klavierstück vom Anfang? Dieses Echo-Stück, was ich gespielt habe? Das machen wir jetzt mal auf der Orgel. Ja, das ist ja, das ist ja immer gleich laut. Die Taste klappert mehr. Leise. Wird's jetzt lauter? Nee. Aber wenn man nur so einen Millimeter reindrückt? Nee, genau so. Der Ton ist da, oder nicht? Da kann man nichts machen. Ha! Vielleicht ein Register mehr. Ja, lauter? Leiser. So geht es. Register weg. Leise. Und wieder laut. Leise. Oh je. Oh. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen. So richtig hilft das auch. Ah, ich habe ja 2 von diesen
Manualen. Also, das eine laut und das andere leise. Probieren wir mal aus. Ha, so wird das was mit dem Echo. Man könnte sagen, dass diese Orgel aus mehreren Orgeln besteht. Die obere Tastenreihe ist eine eigene Orgel und die untere Tastenreihe auch. Und es gibt sogar noch eine dritte Orgel. Die spielt man mit den Füßen. Das ist das Pedal. Die spiele ich mit den Füßen. Wenn man drei Orgeln hat, kann man drei Instrumente zusammen spielen lassen. Bass, Beethoven in Bonn geboren ist und das vor ungefähr 250 Jahren. Corona hat die ganze Geburtstagsparty ordentlich verdorben. So ist es. Man kann verschiedene Register natürlich auch einfach benutzen, um im Klang etwas Abwechslung zu haben. Das muss nicht gleich lauter oder leiser sein. Ein ganz berühmtes Stück von Beethoven, auf der Orgel gespielt, klingt es so. Jetzt wisst ihr, warum die Orgel so viele verschiedene Register hat. Diese Register machen den Orgelklang farbig. Ja, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo denn diese Pfeifen sind. Ich bin ganz hoch in die Orgel geklettert, bis unter das Kirchendach und schiebe jetzt mal von hinten die Tür auf. Voila! Oh, da sind ganz viele Pfeifen. Alle, ja, aufgereiht in Reih und Glied oder ganz durcheinander, das weiß man nicht genau. Da, die mit dem grünen Rand, das ist eine Rohrflöte, da sieht man den Schornstein. Und hier vorne die Trompete, da ganz hinten die glänzenden Pfeifen, die man von vorne sieht. Viereckige Holzpfeifen mit Deckeln drin, das sind die gedackten Pfeifen, da erkläre ich euch hinterher noch was zu. Und hier sieht man, wie hoch ich bin. Da unten steht der Adrian, der freundlicherweise gefilmt hat. Vielen Dank, Adrian. Und deshalb nehme ich auch hier oben keine Kinder mit hin. Ja, das sind die Pfeifen des Hauptwerks. So nennt man diese eine Orgel mit der Tastatur unten. Da oben hängen sogar Pfeifen an der Wand. Ist das nicht raffiniert? Und von jeder Pfeife gibt es größere und kleinere, von jeder Bauart. Apropos kleinere, welche Pfeifen machen denn die hohen Töne? Die kleinen Pfeifen oder die großen? Diese Pfeifen hier sind zwar keine Orgelpfeifen, aber die sind alle gleich gebaut. Das ist eine Panflöte. Die habe ich mal gebaut für Papageno. Da habe ich mit meinem Kinderchor die Zauberflöte gemacht. Welche Pfeife macht die tiefen Töne? Die lange Pfeife oder die kurze Pfeife? Fragezeichen. Hier kommt die Auflösung. Glaubt nicht alles, was ihr seht. Ich habe euch gerade an der Nase herumgeführt. Ich habe die Melodie zweimal gespielt. Einmal rauf und einmal runter. Und dann habe ich unter das Bild, was ihr gerade gesehen habt, die falsche Tonspur gelegt. Das sind die Möglichkeiten, die man hat, wenn man einen Film macht. Glaubt nicht alles, was ihr seht. Jetzt kommt die richtige Fassung. Wow! Yeah.
Also, die großen Pfeifen machen die tiefen Töne. Das wäre ja doch gelacht, wenn eine kleine Maus tiefere Geräusche machen würde als ein Löwe. Jetzt schauen wir mal, wie denn die kleinsten Pfeifen an unserer Orgel aussehen. Das da ist der Pfeifenfuß, von da unten bis da oben. Da ist dann ein Loch in dem Brett, in dem Rastbrett, damit dann die Pfeifen nicht umfallen. Und die klingende Länge von der Pfeife, das ist von diesem Labium, von diesem Aufschnitt bis zum Ende, das ist nur so wenig. Und wie das klingt, das hören wir uns jetzt mal an. Habt ihr die Töne noch gehört? Ich check mal, ob das Mikrofon die noch aufgenommen hat. Gehört habe ich die Töne noch. So taub bin ich nicht. Was macht man mit so hohen Tönen? War das schön? Nein. Das war 8 Fuß. Wir tun eine hohe dazu. Es klingt etwas heller. Ich nochmal den 2 Fuß dazu. Klingt noch heller. Und jetzt mache ich noch die ganz kleine dazu, die ebenso fisselig klang. Dann haben wir noch eine ganz große Klangkrone. Und wenn man das auf dem anderen Manual macht, dann klingt es ein bisschen größer, majestätischer. Das ist eine sehr große und laute Maus gewesen. Was hat das mit den Füßen auf sich? Das ist ein Fuß. Das sind ungefähr 30 cm. Und 3 Fuß wären ungefähr 1 Meter. Und 4 Fuß ist ungefähr so. So lang ist die tiefste Pfeife eines Vierfußregisters. Das ist der tiefste Ton von einem Cello. Die größten und tiefsten Pfeifen von der Orgel finden sich im Pedal. Und unsere Orgel hat als tiefstes Register einen 16 Fuß. Das wären 4,80 Meter. Und das passt gar nicht mehr. Das ist so hoch, weil ja auch unten gar nicht die Pfeife anfangen kann, sondern erst in der Etage von dem Hauptwerk. Oh, da gibt's einen Trick, den zeige ich euch jetzt. Dieses hier ist ein Gedankt. Gedankt heißt Deckel drauf. Wenn man eine ganz, ganz lange Pfeife braucht und hat den Platz nicht, dann gibt es einen Trick. Die Luft muss von hier nach da oben, möchte hier raus und stellt fest, oh, geht gar nicht. Dann muss sie wieder zurück. Und der Weg für die Luft ist von hier bis da und wieder zurück. Das ist so, als wäre die Pfeife so lang. Ich zeige euch das mal. Ohne Decke. Und wenn man den Trinkel richtig reinsetzt. Und wenn man ihn rein und rausschiebt, kann man die Pfeife stimmen. Unsere tiefste Basspfeife ist also gar nicht 16 Fuß lang, sondern eigentlich nur 8, 2,40 Meter. Aber weil sie so tief klingt, schreibt man eben trotzdem 16 Fuß dran, weil der Organist ja wissen möchte, wie klingt das Register. Der Unterschied zwischen der Orgel und dem Klavier ist, dass die Orgel mit Luft funktioniert,
Die Luft wird mit einem komplizierten System verteilt. Das ist was für später. Und beim Klavier gibt es Saiten und Hämmerchen. Diese Orgel hier hat was ganz Besonderes. Die hat nämlich auch Hämmerchen. Und die zeige ich euch jetzt. Jetzt geht es nämlich in das Innere der Orgel. Geheimnis. Das ist tatsächlich ein Teil der Orgel, den ich auch bei einer normalen Orgelführung zeigen kann, weil es ja ebenerdig ist. Diese Metalldrähte, die von oben nach unten gehen, die sind nicht zum Schutz von irgendwas da oder damit man nicht da rein kann, sondern das sind die abstrakten. Damit werden oben die Ventile aufgezogen, wenn man unten auf ein Pedal drückt. Und hier unten sehen wir Registergestänge und den Orgelmotor. Deshalb können die Pfeifen auch erst da oben anfangen und nicht schon hier unten. Und deshalb braucht der 16 Fuß auch seinen Deckel, weil wir keine 4,80 Meter haben. Ich zeige euch mal die Hämmerchen an dieser Orgel. Preisfrage: Von wem ist diese Musik? Diese Musik kommt aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Es gibt bei der Orgel nicht nur Pedale, mit denen man Töne machen kann, es gibt auch noch Spielhilfen, das sind auch Pedale. Man könnte auch Fußtritt sagen, aber das tut ja schon mal weh, also sagen wir lieber Pedale. Das hier ist für das Glockenspiel. Dann gibt es noch ein zweites Pedal, beziehungsweise gleich drei davon, das sind die sogenannten Koppeln, mit denen kann man zaubern. Das Pedal hat eigentlich gar keine Trompete, aber hier kann man sie einfach mitspielen, wenn sie auch ein bisschen verstimmt ist. Mit dem Pedal spielt man normalerweise die tiefsten Töne, den Bass. Wenn man aber eine ganz hohe Melodie spielen will, braucht man ein sehr, sehr, sehr hohes Register im Pedal, was diese Orgel nicht hat. Mit der Koppel kriegen wir das hin. Ich spiele jetzt die tiefen Töne unter Begleitung. Man steht echt auf dem Kopf, wenn man die Melodie mit den Füßen spielen muss. Aber so ist das. Das wohl berühmteste Orgelstück ist die Toccata, D-Moll von Bach. Da braucht man die Koppel, damit das Pedal richtig Dampf kriegt. Das ist schon ein verrücktes Stück Musik und es ist ziemlich laut. Aber ich werde natürlich immer gefragt, wie klingt es, wenn man alle Register zieht? Das wollen wir doch jetzt mal ausprobieren.
CD-reif war das nicht, was ich heute gespielt habe, aber ich glaube, darauf kommt es auch nicht an. Es gibt auch viele Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe. Orgelbau ist ein ganz kompliziertes Thema, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und ein bisschen was mitgenommen. Das sollte mich doch wundern, wenn da nicht noch etwas nachzutragen gewesen wäre. Wer keinen örtlichen Kirchenmusiker zur Verfügung hat, um mal eine Orgel auszuprobieren, dem sei empfohlen orgelstadthamburg.de. Der Link ist unten im Text. Da kann man hier, wie man so schön sehen kann, die virtuelle Orgel St. Jakobi spielen. Es geht immer nur ein Register, aber schaut euch mal diesen schönen alten Spieltisch an mit 4 Manualen. So luxuriös ist das natürlich nicht. Aber man sieht hier sehr schön, dass man hier spielen kann. Die Orgel klingt etwas höher als ein Klavier, weil man früher die Orgeln gerne etwas kleiner gebaut hat. Die Pfeifen alle etwas kleiner, da hat man Material gespart, das war sehr wertvoll. Und die verschiedenen Register kann man ausprobieren. Man kann auch über die Tastatur spielen. Und dann kann man 3 Töne gleichzeitig probieren. Eine Geschichte habe ich noch vergessen. Wie viel Pfeifen hat denn nun unsere Orgel? Die Lösung, es sind 1098 Pfeifen. Und wenn der Orgelbauer kommt, um die Orgel zu stimmen, muss er 1098 Pfeifen stimmen. Das ist dann immer Arbeit für einen ganzen Tag. Ich räume jetzt die Orgel wieder auf. Ich mache alle Tritte wieder nach oben und mache das Gebläse aus. Und dann zeige ich euch, was passiert, wenn man der Orgel die Luft nimmt. Früher war das ja so, da haben die hinten mit Blasebälgen gestanden und gebalgt und getreten und gemacht. Und der Organist hatte hier so eine Glocke, blimmelimmelim, da stand Kalkant dran. Da konnte man den Jungs hinten sagen, ich will wieder spielen, ihr müsst wieder Luft machen. Und wenn die Jungs nicht weitergemacht haben, es waren meistens Jungs, die das gemacht haben, dann klang das so. Aus die Maus. Das war der König der Instrumente, wie schon Wolfgang Amadeus Mozart sagte. Die Orgel, Instrument des Jahres 2021. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde jetzt ans Schneiden gehen und das, was ihr dann seht, ist das Ergebnis von vielen Stunden Arbeit. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.